Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Mottentempel, Mottenpalast. Ich bin mir gerade nicht sicher, wir sind jetzt nicht an der richtigen Stelle, wo ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe, weil ich hier noch ein bisschen rumgerannt bin und ihr seht, ein paar Bäume gefällt habe, Stein gesammelt, neue Bäume gepflanzt, wie hier. Ich glaube, hier vorne habe ich irgendwo die Folge beendet gehabt. Ach, das ist so ein Tier. Ich dachte, da wäre gerade noch ein Stein zum Abbauen. Ich meine, ich kann natürlich auch mit dem Hammer auf das Tierchen da drauf kloppen. Das sollte ich vielleicht aber nicht. Sonst steht morgen die Peter vor meiner Tür. Das wäre vermutlich nicht ganz so geil. Moment, sind wir nicht von hier gekommen? Doch, wir sind doch von hier gekommen. Moment, wir sind hier rein. Das heißt, wir haben das Tal hier noch gar nicht erkundet. Jetzt habe ich mich selbst gespoilert. Upsi. Hier kommen wir rein. Da rechts war noch ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht unsere Hauptaufgabe. Da war auf jeden Fall Düsternis, das weiß ich. Och, guck mal hier, nehmen wir noch ein bisschen Erz mit. Aber da kümmere ich mich drum, wenn wir im Motten-Ding waren. Ich möchte mich jetzt gerade gar nicht ablenken lassen, sondern hier erstmal direkt hingehen. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, nein. Was ist denn das? Ach, war das unsere... Das ist unsere Farm. Oh, wie cool. Sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, das kommt mir so bekannt vor. War ich hier schon mal oder an einer ähnlichen Stelle? Hier haben wir auf jeden Fall Woodrove. Hallo Geisterseher, du brauchst Seide? Oh je, die großen Seidenspinnermotten sind alle weg. Seit dem großen Unfall haben die Leute diesen Ort hier vernachlässigt. Der Kreis des Lebens wurde unterbrochen, aber er kann wiederhergestellt werden. Bring mir Blumen aus allen Ecken von Gemea und ich werde den Tempel wieder zum Blühen bringen und du bekommst deine Seide. Okay, was brauchen wir? Ach, guck mal, da haben wir ja also von allem mehr als genug. Danke, Geisterseher. Ich kümmere mich um die Blumen. Komm in 2-3 Tagen wieder und das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt sein. Sehr gut. Und jetzt haben wir nämlich auch ein bisschen Zeit, um uns hier draußen umzuschauen. Das, gut, beim Eis gab es es ja nicht. Aber bei den Ersatzteilen mussten wir ja auch ein bisschen abwarten und so. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben erst 16 Uhr. Warum geht die Sonne schon unter? Den Seidenfuchs haben wir entdeckt. Oh, bist du ein Seidenfuchs? Was bist du denn für ein goldiges Ding? Oh, guck mal. Seine KI ist so schlecht, dass er gegen die Wand läuft. Gucci, Gucci, Gucci. So, dann kloppen wir erstmal den Stein hier klein, weil Stein hätte ich auch gerne recht viel. Weil, wie gesagt, ich würde mich hier ganz gern um den Bauernhof kümmern. Das fände ich tatsächlich gar nicht so ungeil, wenn wir hier den Bauernhof aufbauen könnten. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Tagebuch zum Beispiel? Gut, im Notfall nehme ich natürlich auch das Loot. Aber so Story interessiert mich dann immer ein bisschen mehr. Wäre cool, wenn es hier ein Tagebuch gäbe, gibt es aber nicht. Schade. Was leuchtet denn da oben? Guck mal, da leuchtet irgendwas. Wo sind wir denn eigentlich gerade auf der Karte? Und was ist das da für eine Quest? Guck mal, da ist unser Hof. Das war der erste Hof. Oder? War das der erste Hof? Doch, hier ist das Anfangsdorf. Doch. Doch, das war unser erster Hof. Da habe ich auch schon Kisten gelootet. Guck mal. Ich habe übrigens, ihr habt gerade gesehen, die Quest ist hier. Kotzis, Kosis, süße Wesen. Die habe ich aus Versehen offscreen angefangen, beziehungsweise weitergemacht. Da geht es ja nur darum, die richtigen Grüffel zu finden. Und ich habe einen aus Versehen angesprochen, offscreen. Und das war tatsächlich einer von Kosi oder Kossi. Keine Ahnung, was ist das hier? Mr. Peabody ist definitiv da lang gegangen. Ah, das ist der eine Grüffel. Heißen die Dinger Grüffel? Ich meine, die Dinger heißen Grüffel.
Dann können wir die Quest jetzt auch fertig machen. Da hinten ist unser Hof. Genau, das ist der Berg mit der Höhle durch, wo wir auch die Brücke gebaut haben, wenn ich mich richtig erinnere. Guck mal, das ist ja nachts richtig angenehm, die Quest, weil wir hier angezeigt kriegen, wo was ist. Okay, jetzt scheint Mr. Peabody nach links gegangen zu sein. Halte aus. Groffel heißen die, nicht Grüffel. Da ist ein Groffel, aber du bist nicht Mr. Peabody, oder? Weil Mr. Peabody nicht in dem Gebiet ist. Oh, hier gibt es voll viel Stein. Moment. Moment, da muss ich, also da kann ich nicht anders. Da muss ich mich ganz kurz drum kümmern. Kennt ihr das nicht auch, wenn ihr spazieren geht und dann seht ihr da so einen Stein und denkt, geil. Ein Stein. Und dann erzählt ihr es euren Freunden und die sind so, nein, ein Stein. Und ihr seid dann so, doch, ein. Moment, da habe ich einen liegen gelassen, oder? Nein. Und ihr dann so, doch, also ein richtiger Stein. Und die sind so, nein, ein Stein. Und ihr seid, doch, 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 ein richtiger Stein. Und die sind so, boah, nee. Ich glaube, du bist Mr. Peabody, oder? Ja, bringe Mr. Peabody zurück. Sieh dich an, Mr. Peabody, wie du aussiehst ohne Hut. Keine Sorge, bald bist du wieder so süß wie eh und je. Danke, dass du Mr. Peabody gefunden hast. Jetzt fehlt nur noch Prinzessin Glitzer. Eine glitzernde Spur wird dich zu ihr führen. Ich ahne Schreckliches. Das arme Tier. So, hier in dem Kreis muss irgendwo eine glitzernde Spur sein. Drin vielleicht? Ja! Prinzessin Glitzer ist ins Grasland gegangen. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Wer kann es ihr verübeln? Habe ich den Stein nicht mitgenommen? Manchmal braucht das Spiel ein bisschen. Da renne ich gern mal an ein paar Collectibles vorbei. Da hinten leuchtet es. Prinzessin Glitzer, ich bin gekommen, um dich zu retten. Oh, Steine. Ich hätte natürlich auch gern ein bisschen mehr Lehm. Aber ich glaube, das ist ein Traum, den werde ich mir in näherer Zeit nicht erfüllen können. Es sieht, scheint, als wäre Prinzessin Glitzer nach Fairmont gegangen. Wer weiß, was sie dort vorhat. Halte Ausschau nach einem Groffel. Moment, Fairmont? Hab ich... Moment, wo bin ich? Ach so. Hey, ich hab die ganze Zeit noch die andere Quest ausgewählt. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Holz? Was leuchtet denn da? Ach, das ist Fischerdorf, natürlich. Schön auch mal wieder so hier in Fairmont zu sein. Dem Dorf, in dem alles begann. Stein? Stein! So, habt ihr irgendwo einen Groffel gesehen? Durch Zufall? Ungefähr so groß wie ein Groffel, sieht aus wie ein Groffel. Ja, Groffel halt, ne? Habt ihr nicht? Mist. Liegt hier irgendwo oder rennt hier irgendwo ein Groffel rum? Hinterm Dorf vielleicht? Ach, ich dachte gerade aus dem Augenwinkel, da wär's, aber da war's nicht. Prinzessin Glitzer! Hänschen, piep einmal, versteckt oder nicht, ich komme. Da unten ist ein Groffel, aber das ist außerhalb der Zone. Wo versteckt die sich? Wo versteckst du dich? Wahrscheinlich oben auf dem Berg drauf. Nein, natürlich nicht. Hier ist auch nichts, ne? Nee, da ist auch das Gebiet vorbei. Ich nutze mal die Gelegenheit, hier noch ein paar Steine mitzunehmen. Aber anscheinend keine Spur von Prinzessin Glitzer. Hm. Bin ich hier schon überall rumgegangen?
muss sagen, ich sehe hier tatsächlich... Der Baum da hinten sieht so fehl am Platz aus, den ich da gepflanzt habe. Das war vielleicht, nicht die beste Wahl einer Pflanze, die dort, gepflanzt wird. Versteckt er sich irgendwo? Sieh es, das Groffel. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so cool. Ich wollte die Quest eigentlich abschließen. Ist hier was? Nein. Versteckst du dich in dem Fass? Nein. Hier unten wird logischerweise auch nichts sein. Ist ja schon auch schon gar nicht mehr im Gebiet. Auf der Suche nach Prinzessin Glitzer. Bist du Prinzessin Glitzer? Bist zwar nicht in der Zone, aber bist du Prinzessin Glitzer? Es möchte gar nicht mit mir sprechen. Dann ist es vermutlich nicht Prinzessin Glitzer. Hast du einen Groffel gesehen? Ja. Hast du gehört, in Töpferei Frostfeuer sind sie sehr interessiert an Keramikwaren. Möchtest du mir damit sagen, ich soll mir einen Groffel aus Keramik bauen? Moment, das da oben gehört auch noch dazu. Das macht die ganze Situation etwas komplizierter. Das sehe ich jetzt erst. Das könnte die ganze Situation etwas komplizierter machen, wobei... Wir sind ja da ganz fix oben. Ich fände es tatsächlich schön, wenn man so die verfallenen Häuser hier, die dann auch so ein bisschen Geschichte haben, auch noch aufbauen könnte. Und dann da gegebenenfalls vielleicht wieder jemand einzieht. Weil sonst ist es so weit entfernt von den Dörfern doch ziemlich tot alles. Klar, es laufen NPCs rum und so, aber es wäre... Ich habe gerade was miauen gehört. Aber soweit ich weiß, miauen Groffel nicht. Wo miaute es? Miau? Da miaut es. Hallo. Hallo, Katzenvieh. Hast du hier irgendwo einen Groffel gesehen? Können wir nicht einfach irgendwie ein anderes Groffel verkleiden und so sagen, so, guck mal hier, ich habe deinen Groffel gefunden. Da ist auch nichts. Er ist jetzt tatsächlich gar nicht so geil. Aber bis wir das Groffel gefunden haben... Ist da was im Busch? Bis wir das Groffel gefunden haben... Können wir die Seide abholen. Bestimmt steht es da oben oder so. Ich sehe aber auch nichts. Kriege ich noch ein anderes... Moment, sorry, ein anderes Questziel? Bis ich hier... Wenn ich... Nein. Das Einzige, wo ich noch nicht weiß, hier oben. Wirklich. Wirklich. Komm her, du Kackgroffel! Bring dich zu deiner Kotzi zurück. Ich habe alle meine süßen Kuschelbuschelgroffels wieder. Wir werden so viel Spaß miteinander haben. Töte mich! Oh. Ich habe neue Kleider für euch und ich schneide euch die Haare. Hey, wo lauft ihr hin? Sie sind schon wieder davon gelaufen. Warum machen sie das? Vielleicht ist hier denn doch nicht das Richtige für mich. Weißt du, ich wollte eigentlich schon immer mal Mode machen. Das ist es. Groffelmode. Hier für dich, Kotzis Schuldschein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekommst du etwas... Super modisches dafür. Okay, ich habe jetzt eigentlich auf eine richtige Belohnung gehofft, aber gut, haben wir noch hier irgendwas in der Region, was wir machen könnten? Häuten und Handeln. Was war Häuten und Handeln?
0 von 1 Pelz. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Es ist weit weg. Ich verwechsel immer die beiden Knöpfe. Das ist tatsächlich gar nicht weit weg. Ah, war das die eine Quest, wo wir Pelz herstellen und abliefern sollten? War da irgendwas? Irgendwas klingelt da. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Stein? Ja, wir müssen ja jetzt irgendwie Zeit totschlagen. Bis die Motten die Seide gesponnen haben. Und ich meine, derzeit können wir gut die ein oder andere Quest machen, die wir offen gelassen haben. Ich finde es eh immer gut in den ganzen RPGs. So, man macht halt die Hälfte der Quests, die man annimmt, gar nicht. Das ist so, gehst du auf der Straße, sagst du so zu einer Person so, ja, das mache ich, und dann machst du es nicht. Nett. Hast du gehört? War hier nicht irgendwo ein Ort, wo wir Pelz herstellen konnten oder so? Da drüben ist... da kriegen wir Planken her, aus Holz, wenn ich mich richtig entsinne. Aber vielleicht hat der Händler ja... Nope. Sägewerk, ja genau. Das war nicht das Richtige. Da oben ist noch ein Waisenstein, ein Stein der Waisen. Ein Stein mit einem überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten. Vielleicht können wir den noch schnell holen, wenn wir da irgendwo hochkommen. Wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, nicht wahr? So, schwupp. Ich habe jetzt leider nicht auf die Zeit geachtet. Deswegen wähle ich die Quest wieder aus. Da müsste ja ein Haken dann dran sein, wenn die Zeit rum ist. Aber ich finde es auch angenehm, dass die Spielwelt jetzt nicht zu groß ist. Gerade dadurch, dass wir die ganze Zeit von A nach B rennen müssen. Ich meine, es gibt absolut genug zu entdecken. Oder miaute etwas. Das ist mein Stichwort. Kätzchen, ich rette dich! Es scheint, als ob die Katze nicht in Gefahr gewesen wäre. Egal. So, wo komme ich jetzt? Da hinten ist noch Dunkelheit. Wo komme ich zum Stein der Weisen? Hier oben komme ich zum Stein der Weisen. Und zu einem Pelz. Oh! Zufall? Ich glaube nicht. Und hier oben haben wir den Stein. Wo ist dein Gesicht? Ich möchte mit dir sprechen. Guck mich an, wenn du mit mir sprichst. Zeige den Weg, das Licht vertreibt die Dunkle. Ach, du warst der. Aber habe ich vielleicht dafür eine Quest gekriegt? Moment. Moment, das war nicht der richtige Knopf. Bist du das? Leuchte Licht auf den Stein der Weisheit. Wie soll ich das tun? Kann ich eine Taschenlampe herstellen? Oder... Ich habe ja schon versucht, mit meinem Ding drauf zu leuchten. Jetzt zieh die Hose wieder an! Nein, nicht das Ding. Ich meinte eigentlich... Ach, egal. Nee, sonst haben wir nichts. Aber wir haben jetzt Pelz, den wir abgeben können.
Geronimo! Da ist eine Schatzkiste. Loot. Die habe ich gefunden. Es gibt kein Secret, das vor mir verschont bleibt. Oh Gott, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wow. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir mal da oben den Pelz ab, den wir natürlich hergestellt haben, so wie die Quest das von uns verlangt hat und nicht auf dem Boden gefunden. Dann hoffe ich, dass die Folge euch soweit gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.